So, nach einem leckeren Stück Kuchen für die, die jetzt noch da sind und noch tatsächlich zuschauen unter euch. Jetzt gibst du Runde lecker Schnitzel, die zwei. Genau, jetzt gibt Schnitzeljagd. Schnitzeljagd. So, also. Hoffige Karten. Ziel spielt es, 5 Futtermarker zu erreichen. Soll ich Perspektive wieder so einschalten oder so? Ist eigentlich egal. Egal? Ja, wir müssen Karten vor uns ablegen, mehr passiert gleich nicht. Also wir müssen 5 Futtermarker erreichen, sobald es einer geschafft hat. Schön, dass er sagt. Mega. Also, ich mache jetzt wieder auch die andere Perspektive, ne? Ja. So. Also 5 Futtermarker. Wenn das einer geschafft hat, dann ist er da gewonnen. Richtig. Ach, warum? Okay. Da haben wir Licht angemacht. Kannst du das da einmal gegentippen oben? Da ist das Licht an, dass man das einmal ausmacht. Das ist, glaube ich, überbelichtet. Ne? Oben auf dem Kreis. Ja. Ja, also wir spielen mehrere Durchgänge. Das hat's unterbelichtet. Bis es entschieden ist hier. Nee. Ja? Ein Durchgang besteht aus verschiedenen Jagden. Ja, und zwar, das können bis zu 3 Jagden können das werden. Ja, und eine Jagd besteht immer aus 3 Schritten. Der erste Schritt ist ein Tier ausspielen. Ja, genau. Das zweite ist, da werden die Tiere aufgerufen. Danach ist Schritt 3 Ende der Jagd. Okay, das kann man sich merken, ne? Mhm. So, Tier ausspielen. Wenn wir ein Tier ausspielen, nehmen wir ein Tier von unserer Hand und legen das verdeckt vor uns ab, sodass die anderen natürlich möglichst nicht mitbekommen, was wir da hingelegt haben. Mhm. Wenn wir das alles gemacht haben, ja. Wenn unser Tier im Laufe des Durchgangs gefressen wird, scheiden wir aus für den Rest des Durchgangs. Das ist leider blöd, aber es ist leider so. So, was passiert dann? Dann darf die jüngste Person, steht hier in der Anleitung, am Tisch, nimmt die Übersichtskarte und ruft das Tier mit der niedrigsten Zahl auf. Ja? Das wäre jetzt der Bär. Dann fangen wir an. So, wenn der Bär aufgerufen ist, können folgende Dinge passieren. Jeder, der einen Bär hingelegt hat, muss ihn jetzt aufdecken. Habe ich jetzt gemacht. Stell dir mal vor, ich hätte es nicht gemacht. Wenn keiner ein Tier aufdeckt, passiert nichts. Passiert nichts, ist kein Bär da. Dann passiert überhaupt einfach gar nichts. Wenn mehr als eine Person den Bär aufdecken, ja. Genau, die können sich aber nicht einigen, wer jagen darf. Weil es geht nämlich darum, wer jetzt jagen darf. Und wenn es mehr gibt, tja, ist das blöd ist, dann streiten wir uns, wer jagen darf. Und die Beutetiere sind alle schon nach Hause gegangen in der Zeit. Das heißt, wir können einfach niemanden machen. Dann wird tatsächlich das nächste Tier aufgerufen. Sollte allerdings nur ein Bär aufgedeckt werden, dann geht er jagen. Und der jetzt jagen geht, darf sagen, welches Tier er jagen geht. Mhm. Dann sage ich jetzt, wenn ich der Einzige bin, ich möchte den Luchs jagen. Ich darf ja nur ein niedrigeres Tier jagen. Ne? So. Dann müssen alle, die den Luchs aufgedeckt haben, den aufdecken und werden gefressen. Und die sind raus. Bitte? Und so viel Futtermarker kriegen. Nein. Luchs gefressen. Schade. Dann wird das nächste Tier aufgerufen, der Wolf. Sollte der Wolf von mir aufgerufen worden sein, wird natürlich nicht mehr der Wolf aufgerufen, weil die gibt es schon nicht mehr. Dann wird der Luchs aufgerufen. Und dann wird geguckt, wie das Gleiche. Haben mehrere Leute den Luchs? Können die sich hier nicht einigen? Hat keinen Luchs, passiert nichts. Hat nur einen Luchs? Dann darf der jagen gehen. Und darf natürlich nur noch Eule oder Maus jagen. Genau, und so weiter nach unten runter. Und so weiter nach unten runter, genau. Was ist bei der Maus? Die kann ja nicht jagen. Nee, die kann nur überleben oder eben nicht. Die kann nur rennen. So, was passiert? Das Ende der Jagd. Wenn es noch mehrere Personen gibt, die jetzt noch leben, warum auch immer, ja, dann gibt es keinen Sieger. Dann wird wieder bei Schritt 1 angefangen. Dann geht es wieder von vorne los. Irgendwie bist du gar nicht zu sehen. Dann bist du durchgeschnitten. Irgendwie hast du dich irgendwie zweite Rechte oder so weit. Ich habe mich eigentlich überhaupt nicht bewegt, aber. Oder haben wir die Kamera? Da bin ich jetzt die Stimme aus dem Off. Sind wir dagegen gekommen? Scheinbar bin ich die Stimme aus dem Off gerade. Sonst kann ich ein bisschen mehr zu Tanja rutschen und du kommst mit zu uns hier rüber. Ja, kann ich mal. Oder ich rück nach rechts. Du bist der Wanderjungi, du gehst mal von links nach rechts. Ich weiter nach rechts. So. Ja, so geht es. Jetzt geht's ja, ne? So, jetzt bin ich mal zu sehen. Hallo. So. Ja. Dürfen wir vorstellen, das ist der Yogi des Abends. Das ist übrigens alles, genau. Heute kein Kultist. Heute mal kein Kultist. Ne? Sollten, wie gesagt, mehrere Personen noch leben, dann gibt es eine neue Jagd.
Das Problem ist, Karten, die man vor sich abgelegt hat, darf man nicht wieder auf die Hand nehmen. Man muss also mit den Karten, die man noch hat, auskommen. Und die bleiben offen liegen, so ist das offene Geheimnis. Man kann dann quasi sehen, wer die Bären hat und alles schon raus ist. Genau, richtig. Kann man ein bisschen stehen nur die übrigens an. So, sollte nur noch eine Person leben, hat er die Jagd gewonnen, dann endet der Durchgang. Oder nach der dritten Jagd. Spätestens nach der dritten Jagd endet der Durchgang auch. Mhm. So, hat nur einer überlebt, ja, kriegt er 2 Futterwaker. Mhm. Ja. Haben mehrere Leute überlebt. Gucken wir mal kurz. Werden die alle Überlebenden addieren, stehen nun die Zahlenwerte ihrer 3 ausgespielten Tiere. Dann wird halt geguckt, welche 3 Tiere habe ich genommen. Ja. Und wer die meisten Punkte erreicht, erhält 2 Futtermarker und alle anderen einen. Und die gefressen wurden, nicht. Die sind einfach weg. Okay. Und bis wir 5 Futtermarker haben. Okay. Mehr Regeln hat das Spiel nicht. So. Wollten wir hinkriegen. Wer ist denn der jüngste Spieler? Der Marc? Ich bin es, glaube ich, nicht. Nee. Also mit Jogi ich bin älter als der Jogi. Tanja ist 25. Ja, siehst du, also Tanja ist die jüngste Spielerin. Ich bin die jüngste Spielerin, genau, machen wir das. Will ich die jüngste Spielerin? Will ich anfangen? Du fängst an, Jogi, ja? Fängst an. Nee, der Dan fängt an. Nee, der Dan fängt an, haben wir gerade gesagt. Tanja darf anfangen. Ach, Tanja ist 18, okay, dann. 18 plus. Hat eben noch das Bild rein. Was ist denn jetzt hingetan? Nein, wie heißt das nochmal? Da kriegst du die Kamera gerade Augenkrebs. Ja, das ist echt krass. Aber die Qualität der Karte ist schon witzig. Das ist cool. Ja. Auch das Format finde ich cool. Also die Größe. Schön groß. Kannst du ein bisschen was von dieser Sonderedition von Love Letter? Nee, oder? Brauchst du auch nichts. Ja, nee, brauchst du nicht. Da gibt es garantiert sogar. Da brauchen wir jetzt keine Detailkamera. Da reibst du aber nichts ab, oder? Nee, brauchst du nicht. Du könntest die Futtermarke in der Detailkamera. Du ne? So, durch die Dummheit. Nur durch die tausend Sleeves. Ich muss Sleeves besorgen. Ja, extra large von Arcantimin. Extra large? Extra large. Ich habe wirklich tausend Sleeves. Guck mal, ehrlich. Weil ich habe die große Box. Wenn du nur die Retail-Version hast, ich habe nur die Retail-Version. Dann sind es weniger. Okay, also was sind meine Karten? Das sind deine Karten, genau. Die Übersichtskarte musst du nicht mitmischen. Nee, da brauchst du nicht. Wieso mischt ihr jetzt? Ja, damit niemand weiß, welche Karte auf der Hand ist. Ich such die doch eh aus, oder? Ja, ja. Ist da nicht wackelig da aus? Ja, ja, aber wenn du jetzt 1, 2, 3 von links nach rechts aufgefächert hast, nein. Das wird niemals. So, ich sag jetzt irgendein Tier, oder was? Ja, ja, leg mal eins vor dir ab. Irgendwas auf. Also, nee, erstmal. Verdeckt? Links, ja, verdeckt. Der Bär ist stärker als der Wolf zum Beispiel. So. Ach so. Das kann man nicht sehen. So. Okay. Aber allein, also du hast noch kein Tier gelegt. Ich sehe nur 2 Karten in der Kamera. Wo sind die? Ich sehe. Wo bin ich denn? Ihr müsst hier weiter hier rechts rüber schieben. Ja, jetzt sehe ich. Jetzt da, jetzt sehe ich da bin ich hier, ne? Ja, ja, die Nervöszug, der Wackler bin ich da. Das, alle da. So. Da. Jetzt druckst du ein Tier auf. Du musst das Oberste aufrufen. Es ist der Bär. Achso, sie muss immer den Bär. Sie muss oben anfangen, ja. Okay, dann muss ich den Bär aufrufen. So, jeder, der jetzt einen Bär gelegt hat, muss ihn jetzt umdrehen. Okay. Doch, kann man mal machen. Das heißt, es gibt keinen Bären, passiert nichts. Dann muss das nächste Tier aufrufen werden. Dann der Wolf. So, ihr beide streitet euch ein bisschen, aber es gibt keine Beute. Als nächstes der Luchs. Oder was? Jetzt muss ich ja selber gucken, ob ich den gelegt habe. So, der Luchs. Okay, du bist der Einzige, der Luchs gelegt hat. Okay, jetzt kannst du entscheiden, ob du die Eule oder die Maus jagen willst. Die Eule. Das ist doch scheiße. Ja, ich Fette Beute gemacht hier. Ja, bist du Dinger? Alleine über, zwei ne? Kriegst zwei? Ja, ne? Nee, nur ein? Es tut mir leid. Warum? Das Problem ist, jetzt würde die Eule aufgerufen werden. Ja, aber die Eule ist doch tot. Genau. Das heißt, es wird noch die Maus aufgerufen. Ja, die gibt es auch nicht mehr. Die gibt es auch nicht mehr? Nee, nee. Okay.
Nee, dann bist du die einzige Überlebende, dann hast du Christopher Futtermarker. Genau. Sehr. Dann dürfen wir alle Karten wieder auf die Hand nehmen. Die nehmen alle wieder auf die Hand. Die nehmen auch wieder. Ja, weil die Jagd beendet ist. Es gibt nur eine Überlebende. Ah, okay, okay, deswegen. Hätte es mehrere Überlebende gegeben, hätte jetzt eine Maus gehabt, zum Beispiel, hättest du jetzt eine Maus gehabt, hättest du mit überlebt. Dann hätte es eine weitere Jagd gegeben. Ah, oh! Zuckerschock vom Kuchen. Wer muss denn jetzt ansagen eigentlich? Ja, weil ist egal, kann man es ausholen. Das ist eigentlich ja egal, weil das ja im Prinzip geht es ja nur von oben runter. Ist nur, ich glaube, der jüngste Spieler ist einfach ein nettes Familiengimmick. Mhm. Doch, aber ich werde mal. Okay, dann der Bär. Du hast die schönere Stimme. Bär, oh, es gibt nur einen Bär. Es gibt einen Bär. Da ist der Bär, der fährt. Ja, ich fress die Wölfe. Dein Ernst, ey? Oh, oh. Zocker aus. Sehr gefressen. So, das heißt, der Wolf wird wohl nicht mehr jagen. Das heißt... Der Luchs. Mm, yummy, yummy, yummy. So, denn die Maus oder denn die Eule? Du bist doch nicht schon wieder die Eule gelegt. Die Maus. Verdammt. Dann hast du die Eule noch. Ne? Okay, die kann nichts mehr jagen. Okay, das heißt, ihr drei habt überlebt. Ihr bleibt liegen, ja genau, ihr bleibt liegen. Ihr dürft eine weitere Jagd veranstalten. Oh, herzlichen Glückwunsch. Ach, die Wölfe sind jetzt weg. Wir sind gefressen. Und das ist auch beide sind jetzt raus. Nein, nein, die behältst du. Ah, okay. Das heißt auch, wir sind gefressen. Ein, oder? Ja, wir sind weg. Wir dürfen nicht mehr mit sein. Wir sind ausgeschieden. Ach so, okay. Wir sind gefressen worden. Und die müssen jetzt mit den Karten, die sie haben, ja, die sie haben, müssen jetzt weiterspielen. Die, genau, die sie auch schon ausgespielt haben, dürfen sie eben nicht benutzen. Das, darum kann es natürlich passieren, dass du nie einen Siegpunkt machst, wenn du jedes Mal gefressen wirst. Mhm. Kann natürlich passieren. Oder du dich streitest, wie wir es vorhin hatten. Ja, kann auch passieren. War auch nichts genau. gehabt, ne? Aber es ist halt flott. Doch, Minuten haben wir alle, wa? Mhm. Jo. Der Bär. Aber das hilft nichts. Ihr dürft durch. Kann ja nichts fressen. Ja, ihr könnt nichts mehr fressen. Dann komme ich mit der Maus tatsächlich durch. Aber ihr lebt alle drei noch, deswegen könnt ihr den dritten Durchgang spielen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Aber ohne diese Karten. Wie, jetzt kommt tatsächlich... Ach so, weil die beiden... Ihr habt die dritte und letzte Jagd. Die dritte und letzte Jagd? Ja, ein Durchgang hat maximal drei. Haben die nicht legiert, die Bären? Ja, genau, die haben uns gestritten und die Maus nach Hause gegangen. Aber er hat doch gewonnen, oder mit der Maus? Ja, aber die Bären leben ja auch noch. Ach ja. Okay. Die streiten halt nur. Mhm. Jetzt mal. Jetzt schwierig. Tja, die Entscheidung ist abgenommen worden. Gibt es noch Bären? Nein, Bären sind raus. Gibt es noch Wolf? Holt das Wolfspack raus. Zack! Seid solche Nüsse! Seid solche Nüsse! So, erzählt ihr bitte die Zahlenwerte der drei ausgespielten Tiere. Das sind bei mir 8. Wenn die meisten Punkte erreicht, dann kriegt der 2 und wir 1. Ja. Richtig. Maus sei Dank. Da kriege ich was an. Ich will mal einen drüber. Neuer Durchgang. Ich darf wieder mitspielen. Ja. Kann ja auch. Kann ja auch. Dann geil, schön mit der Maus durchspaziert. Ja. Nicht mal ein guter Marker. Wie witzig. So. Könnt ihr ja auch die Karte daneben legen, ne? Ja, dann sieht man die Wertigkeit, ne? Ja, ganz fein. Das wäre so simpel, dass da gar keiner drauf kommt. Das ist super, ne? Ja. So, ach, ich muss auch noch ablegen. Dann frag ich manchmal wirklich für solche Sachen. Ja, tatsächlich. So, alle Bären nach vorne. Ich habe mal eingelegt. Oh, geil.
So, ihr Fiesen. Lass mal das Zeug hier. Ja, ihr Fiesen. Ja, ich fress auch die Wölfe. Ist mir egal. Ich hoffe, ihr bescheiden. Ein Level ich. Okay. Ja, dann. Dann als nächstes die Luchse, ne? Mhm. Oh, jetzt wird spannend. Und? Wen frisst du denn? Eule. Ah! Oh! Dann dürfen wir beide aber noch, ne? Wir leben noch beide. Oh, wir beide. Die haben mal liegen, ne? Da draußen jetzt spielt sie mit dem. Liegen, ne? Verdammt! Ja, du bist ja raus. Du bist ja genau wie ich raus. Ja, aber das ist doch scheiße. Ach, die zwei, ja. Was spiele ich denn? Obwohl, jetzt? Nee, genau. Okay. Sie muss ja erraten, was du hast. Das ist richtig. Wenn sie es nimmt. Geil ist ja jetzt beide die Mäuse spielen, weil sie jetzt gesehen haben, was passiert, wenn alle drei durchgehen. Ja, die kann ja nicht, also das macht ja keinen Sinn. Bang, das ist das Spiel für Tanja. Bang. Kann einfach hinklatschen. Ja, dann die Bären. Verrückt. Wer hätte das gedacht? Die Bären fressen heute. Was ist denn der Bär? Guck Jogi ins Gesicht, da weißt es. Na, wie fressen wir denn? Die Eule. Verdammt! Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht. Also ja, boah, Tanja. What the fuck? Fünf Brause. Ja, was für eine. No. No. Nein, nicht mehr. Jom, jom, jom. Ja, jom, jom, jom. Hörst du die Eulknochen knacken? Hab ich geil. Geil, ey. Ganz locker abgekocht. Ganz abgekocht, ey. Das Spiel ist, glaube ich, nicht meins. Ist egal. Du hast es mitgebracht. Doch, ich weiß, ja, das was du ist. Ja, Besitzer bin ich, aber. Na, man muss auch nicht mal würfeln. Nee, ist richtig. Oh. So ein Scheiß. Okay. Okay, alle Bären nach vorne. Alle Wölfe nach vorne. Das kann ich. Haha, ihr Schweine. Nee, es sind ja keine Schweine. Ach Mann. Ich fress alle Luchse. Da geht's heute leer aus. Okay, ja, okay, spannend. Aber dann, ja. Dann alle Eulen. Alle vier jetzt. Ich schmeiß mich weg. Was fest bin jetzt was die Eule? Ich glaube, ihr habt einen Maul. Das geil. Oh, das ist ein tolles Spiel. Nein. Ihr beide ich seid doch im Spiel. Ihr müsst weiterspielen. Oh. Schon wieder die Scheiße. Wieder jetzt zwei. Jogi, gib auf. Hast du keine Chance? Das steht ja leider zu befürchten, ey. Ja. Wie lange, ich glaube, so eine Partie steht auf der Schachtel. Tanja schafft den Rekord. 20 Minuten. Ja, guck mal. Wir wissen doch, was da liegt. Der Bär. So blöd war ich nicht. Okay. Ich vertraue auf mein Glück. Was willst du denn, Herr Bär? Ja, der überlegt gerade. Guckt dem Jogi in die Eule, sagt die Eule. Das hat man gerade schon mal gehabt. Der Bär frischt. Ist ein Grizzlybär, hat der amerikanischen Akzent gekriegt. Ja, Bär, the frist, oder frist. Die Maus. Die Maus. Oh, oder nicht. Was? Das ist ein Lux. Hätte man besser gemacht. Aber der Lux frisst nix, also. Ja, gut, ist jetzt 5-5, ja, ne? Eine Karte hat er noch, ne? Weiß, was passiert. Jetzt vor allen Dingen, ne? Jetzt die Jagd, ne? Was spielst du wohl? Tja, das wird eine Überraschung. Eine von fünf Tierkarten. Mhm. Korrekt, eine von drei. Also, ich habe überraschend den Bär gespielt. Ne? Verdammte Hacke. Was frisst denn so ein Bär? Ja, wahrscheinlich frisst er gar nichts, wie es aussieht, so wie ich mich kenne. Warte mal. Also, Bär und Eule kann es nicht sein. Ja, danke.
Schwein auch nicht. Bist du vielleicht Puh, der Bär und frisst Honig? Nee, ich muss die Maus nehmen. Nicht? Dann. Fuck. Ja. Nein? Ja, das war jetzt auf. Du hast überlebt. Ja, ist gewonnen noch. Ja, ich habe die Maus genommen. Ich hatte die Maus genommen, weil ich dachte, wenn sie die 5 Punkte sich snacken will, mhm. überlegt, darum habe ich die Maus genommen. Das war mein einziger Grund. Also aber sie würde jetzt 2 Punkte kriegen, richtig? Sie hat die meisten Punkte, kriegt 2 und ich 1 und dann hat sie die fürs Protokoll. Oh, Haus. Schönes Spiel. Haus hoch. Gewonnen, schönes Spiel. Sehr schön. In Rekordzeit. Witzig, Junge. Also, das ist halt mega Absacker, weißt du, so. Mega. Ich meine, du kannst halt keine Punkte machen. Das ist halt das, was viele kritisieren. Du kannst halt jedes Mal ausschalten. Jedes Mal. Ja, mein Gott. Aber ganz ehrlich, das geht so schnell. Ich merkst du aber gar nicht. Also, außerdem finde ich, kannst du dich auch gut darüber amüsieren, was die anderen machen. Ja, also, es ist schon ein witziges Spiel. Das ist witzig. Also in einer lustigen Runde, so wie jetzt hier zusammen hocken. Ja, das kannst du vor allen Dingen, das kannst du wirklich in 5 Minuten mal eben noch wegmachen, oder? Genau so. Nice. Achso, mit Deckel einmal noch mal ein Foto machen. Ja, Foto wäre auch nice. Ja, das mache ich jetzt auch mal. Also habt ihr mal mit Influencern hier ein Brettspiel gespielt? Moment, mein Foto. Es erinnert mich übrigens immer an unser Zombie-Side-Foto. Oh ja. Mein Handy hier geht jetzt gerade nicht. Oh, oh Mensch, schon mal. Jetzt aber noch mal. Aber was sie sich da bei der Farbgebung gedacht haben, ne? Aber ich meine, ja, die ist schrill, ne? Aber ich muss sagen, jetzt am Abend, wo man vielleicht schon, wo es schon spät ist, dann ist das voll cool. Ja, ist schon richtig gut. Wodka Cola hinzusetzen oder so. Ja, oder auch ohne. Also ich spiele, also so eine Runde macht sowas ja auch immer Bock, ne? Da, also er kann ja, das Spielprinzip so, sind ist. Sind wir noch on air oder? Das Spiel sind noch on air, ja. Das Spielprinzip ist ja so, komm, sind wir on air, oder? Wir sind noch da. Das Spielprinzip ist so simpel, das habe ich mich bei. Hierbei, wie hieß es denn hier bei, was auch Spiel des Jahres hier war, wie hieß es denn? Gab es ein paar. Hier von Repos, hier, wie hieß es denn jetzt? Das fällt mir nicht ein. Von Repos. Ja, hier das Wortspiel, ach so, ich weiß, was du meinst. Ja, das ist auch ja. Gut, wo alle eins sowas aufschreiben müssen als Tipp, genau, wo ich nicht doppeln darf. Ach so, Just One. Just One, ja danke. Boah, war schwierig gerade. Ich wollte was anderes. Ja. Das fand ich halt, dass da auch noch keiner gekommen ist vorher. Das ist auch so unfassbar simpel. Manchmal brauchst du halt den richtigen Pitch zur richtigen Zeit tatsächlich. Ne? Ich mein, das ist echt krass. Ich glaube, damit fällt es natürlich direkt mal auf, wenn das am Tisch liegt, da geht jeder an dir vorbei und guckt, was ist das denn? Ja, absolut. Ja. Ich glaube, die hatte, da habe ich irgendwie in so einem, haben die bei diesem, hat irgendwer erzählt, bei diesem Pegasus-Tag, die hatten das gar nicht in diesen Farben geplant. Und als fertig, du kommst auch bei diesen Farben. Und da hat irgendwer gesagt, ja, komm, mach mal ein bisschen schriller irgendwie. Echt? Ja, ja, echt geil. Aber das ist schlau. Ja, manchmal muss da andere Wege gehen. Das ist schlau. Ja, natürlich, wenn das Ding jetzt gerade, weil es bei Pegasus ist, eben halt dann auch in den, keine Ahnung, Galeria Kaufhof, wo es dann sowas gibt, steht, oder bei Thalia, die Schachtel, die fällt auf jeden Fall ins Auge, ne? So. Mm. Guck mal, die Houses sind online. Ja. Guck mal, die Houses sind online. Na dann. Ja. Sehr fein. Nehmen wir das als Absacker, weil es schon so spät ist. Ja. Reicht das, ne? Reicht, glaube ich auch. Das spielen wir nochmal. So, auf jeden Fall. Dann schalte ich jetzt wieder auf die andere Kamera, dann können wir nochmal Schiss sagen. Das spielen wir nochmal. Spätestens morgen rüber, später Runde. Zum Geekbomb. Ja, finde ich gut. Dann haben wir das auch gespielt. Das kann ich auch mit nach Dings mitnehmen. Hier nach Modern Wolf. Ja, auf jeden Fall. Das hat Platz weg. Das ist natürlich nicht viel Platz. Wie viel kannst du das spielen? 5. Genau, maximal. Das war maximal perfekt. Nicht wie bei eine Fistful Meeple, ne? Ja. Aber sehr schön. Ja. Ja, eine Fistful Meeple. Das hat mir sehr gut gefallen, das werde ich mir bestimmt besorgen. Also das werde ich mir bestimmt besorgen. So, jetzt werden wir jetzt verabschieden wir uns aber ganz normal aus dem Stream. Denken schon Beginners. Aber das Hand voll Miebel würde ich mir gleich besorgen. Das fand ich immer sehr, sehr cool. So, also, dann. Hier kommt. Für diejenigen, die. Jetzt sagen wir. Für diejenigen, die das jetzt noch im Nachhinein sehen, jetzt auf unserem Kanal, Brettspiel-Chaoten, ne? Also wir haben ja heute 3 Spiele gespielt. Das kommt alles auch auf unseren YouTube-Kanal. Ne? Wir haben ja einen Gemeinschafts-YouTube-Kanal.
Brettspiel-Chaoten. Also, wenn noch nicht abonniert, dann auch bitte dort abonnieren bei YouTube. Daumen hoch, Glocke an, kennt ihr alles. Und ansonsten das Übliche, ja, natürlich Mann. Dice Brothers abonnieren, Playing Chiller abonnieren und wenn ihr uns noch die nicht Houses abonniert habt, abonnieren. Genau, dann auch die Hausies abonnieren. Sehr schön, ist auch total unwahrscheinlich, dass dem Hausies-Stream auf Twitch folgt und die Hausies nicht abonniert hat. Ja, würde mich überraschen. Das kommt ja auch noch auf YouTube, die Zusammenstellung. Würde mich überraschen und kommentiert bitte schön. Genau. Ja. So, und ja, yeah, wir sagen danke fürs Zuschauen. Die Quietschis waren natürlich auch dabei. Und ja, danke fürs Zuschauen, fürs Durchhalten. Ja, auf Entenjagd, auf Entenjagd durfte man hier ja auch nicht. Ich wollte schon singen. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Schauen Sie mal wieder rein, denn der Show muss sein.